ich bin in der Lounge von den angesagtesten Restaurants überhaupt, genau. Das heißeste Thema, Gastrotrends, ich bin hier in einem Dunkelrestaurant. Dunkelrestaurant, Britta? Ja, Dunkelrestaurant. Dunkelrestaurant, das ist doch Schnee von gestern, Britta. Ivo, das ist eben ein Ding. Du denkst immer total negativ und du hast kein Gespür für Trends. Wisst ihr? Dunkelrestaurant, verstehst du? Das ist der große Gegentrend zu unserer visuellen Überreizung. Verstehst du? Ja. Da können die Leute sich mal ausruhen, da müssen sie mal nichts sehen. Okay. Und außerdem, wenn wir kein Thema haben, dann machen wir ein Thema, verstehst du? Ja. Wir sind doch die Newsmaker hier, die Mover und Shaker, verstehst du? Die Opinion Leader. Wenn ich sage, das Thema ist heiß, dann ist es heiß. Genau. So, ich gehe jetzt rein, wird hier schon langsam immer dunkler. Hallo, liebe User. Top-Thema Dunkelrestaurants. Im Dunkeln ist nicht nur gut munkeln, sondern auch gut essen, trinken und plaudern. In einer visuell überreizten Welt erscheint die Dunkelheit als letzte Möglichkeit, sich selbst zu finden. Die Branche boomt. Evolution berichtet aus dem angesagten Lokal Black Box in Mitte. Ja, hallo, ich befinde mich hier in der Black Box. Das Restaurant scheint ausgebucht. Ein blinder Kellner hat mich zu einem Tisch geführt, an dem ich jetzt ein paar Fragen stellen will. Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin Videojournalist und das, was ich gerade hier gegen Ihre Nase stupse, das ist ein Mikrofon. Das war nicht meine Nase. Ach so, ich wollte Sie gern fragen, sind Sie zum ersten Mal hier? Nein, ich arbeite hier. Ich bin der Klomann. Nehmen Sie bitte damit jemand durch. Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott. Bin ich jetzt hier bloß zurück? Sorry. Das war das Kabel hier vom Mikro, das habe ich nicht gesehen. Was ist da los, die Trottel? Der leckere Lindeblatten. Das tut mir sehr leid. Sagen Sie, darf ich Sie fragen, was Sie an einem Dunkelrestaurant wie der Black Box reizt? In herkömmlicher Restaurant ist das Auge mild. Da bleibt nicht genug für den Magen. Das ist ja eine originelle Antwort. Ich gehe mal weiter, ich frage mal weiter. Vielleicht treffe ich ja noch Stevie Wonder oder so. Nehmen Sie bitte sofort Ihre Hand da weg. Oh, Verzeihung, ich wollte mich hier nur festhalten. Ich bin abgeglitten. Verzeihung, darf ich Sie kurz fragen, finden Sie ein Essen im Dunkeln nicht irritierend? Sie sind Privatdetektiv, oder was? Nee, Videojournalist. Watch Berlin News. Videojournalist im Dunkelrestaurant? Ja, wir sind experimentierfreudig, aber Sie scheinen ja auch Experimente zu mögen. Wie schmeckt denn das Essen, das man nicht sieht? Ich sag es nicht nochmal. Hand weg. Das bin ich nicht. Sie schweigen. Oh. Was für ein spannender Live- Report aus dem Dunkelrestaurant Black Box. Das war's für heute, liebe User, und ich denke, wir haben Sie mit diesen tollen Bildern auf den Geschmack gebracht. Guten Appetit und immer dran denken, News bei WB und du fühlst dich okay.